Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Erlen gerade im 19 Alpin DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, Maschinenpflege ist richtig. Habe ich vielleicht jetzt Gewicht beim MB-Truck? Ja, kann ich dir gleich schnell abkuppeln und wegfahren. Ich bin jetzt gerade am Waschen gewesen. Zack. Ist das schon ausgefüllt, oder? Ja. Hast du den Schäfchen schon Heuballen rein? Nee, habe ich noch nicht, da kümmere ich mich drum gleich. Philipp fährt jetzt normalerweise Silofisch fahren. Jo, ich mich demnächst dann auch drum kümmern werde, wenn ich am Hof mal ein bisschen für Ordnung gesorgt habe, weil hier sieht's aus. Das ist echt nicht mehr normal. Du bist ja gerade. Ja. Okay, die FPS sind gerade ganz kurz. Also weil so viel los ist hier. Oder haben wir irgendeinen Error? Nö. Ja, wahrscheinlich weil da einfach so viel los ist, aber. Ja gut. Ja, das war immer wie Eschgangli. Der hat noch Alter drin. So. Verpacken. Genau, wir haben noch. Da haben wir den guten alten Platz, wo die Seemaschine immer hinkommt. Da packen wir sie auch wieder hin. So, ja. Passt da. Wait. Jetzt muss ich mich beeilen. Warum? Der Tank ist ja vom Lader. Vom. Achso, vom Hoftrack. Ich mach's an der Tankstelle. Ja. Aber ist das schon wieder leer? Ja, der war fast leer. Okay. Die Tankladler war schon auf Null. Oh. Dann. Ich glaub, dann ist er leer. Nee, der vermute ich jetzt einmal. Da hat dann immer noch was Platz. Natürlich. So, das passt. Den können wir hier abstellen oder stehen lassen. Störer keinen. Dann geht's weiter mit der Waschi. Der Bürger, der bleibt stehen, weil den brauche ich dann gleich nochmal zum Düngen. Oh, hier ist noch was los zu. Wait, Ladeladen. Die haben den kompletten Ballen genommen? Ja, moin. Echt jetzt? Ja. Waren die so hungrig? Anscheinend. Dann müssen wir gleich mal kurz nachgucken hier. Animals, Tiere. Ja. Jetzt sind sie wieder voll. Sauberkeit, ja, das geht nur 21 Stück. Das passt, sonst ist der sauber. So, schon ein bisschen abgenutzt, aber an sich sauber. Wo packen wir denn den neuen? Ah ja, genau, ich weiß wo. Ach ja, und Flo? Beim Festfahren gebe ich dir einen kleinen Tipp, ne? Montier deine Schutzbleche ab. Ja, dann machen wir dann auch die dicken Schlippen drauf. Entweder von Michelin oder was auch immer. Was? Die dicken Schlippen? Ja, zum Festfahren. Da war vielleicht ein Fässchen in der Weg. Auch jetzt hat er der Schlepper Dreieck dran gelassen. Ja, an dem Gewicht. Vom Truck. Ja, das geht ja, das Gewicht geht ja auch nur mit Schlepper Dreieck. Ja, aber ich hatte das hinten schon dran. Der Schlepper Dreieck. Achso, der ist, ja genau. Deswegen habe ich mich auch schon gewundert gehabt, wieso der Schlepperdreieck an sich alleine dran hast ohne Heckgewicht. Da dachte mir dann so, okay, egal, machen wir weiter. Alter, bei mir lag's gerade ultra, ne? Ich weiß nicht wieso. Sinn, aber es ist gerade. Soll ich, den normalen Breitreifen von Michelin drauf machen? Oder von Trelleborg die Zwillingsbereifen? Ich würde die Michelin Breitreifen nehmen, weil Zwillingsbereifung, da können wir nicht die Straße längs. Aber was mich tatsächlich gerade verwirrt, guckt euch das mal hier an. Ich habe hier teilweise 40 FPS, jetzt ist es wieder ein bisschen mehr. Was ich normalerweise, ich habe normalerweise 70. Ich weiß nicht, ob der Server einfach gerade ein bisschen broken ist. Oder einfach da liegt. Kann ich euch jetzt nicht erklären. Flo. Schau dir mal an deinen Reifen die Schutzbleche an. Ich glaube, die müssen weg. Sonst kann das nichts werden, du. Ja, warte. Die werden helfen schon raus, weil ich bin breit. So. Und wir gleich mal angucken, wie das bei dir aussieht. Ach, Luke auf, hinten auf. 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 Oh ja, das sind schon dicke Dinger. Kann man nicht anders sagen.
So. Oh, jetzt hast du die Handbremse nicht drin gelassen, so. Ich muss da an das Gewicht dran, ne? Schön, schön. So. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ne? Also. Ich muss dann das Gewicht dran. Warte mal. Ja, warte. Kommst du ran? Okay. Ich mache hier ganz kurz Umgebung neu laden. Vielleicht ist ja dann wieder besser. Wir sind im. Naja. Keine Ahnung, was los ist. Uiuiuiuiui. Ja, wo wollt ihr schon hin? Das war ganz schön doof. Der war vorne gleich ein bisschen leicht. So, alles schon waschen. An sich schaut ja nur gut aus, halt vor dem gebraucht noch nicht da. Ich habe meines auch nicht repariert. So. Könnten wir natürlich vielleicht zum Verräumen der Sachen auch einen kleineren Traktor nehmen. Maybe, vielleicht. Aber gut. Aber warum haben wir dann die, für was haben wir die Steier? Mach die breiten Schlüppen drauf und dann mach Gewicht hin und dann geht's ab, du. Weil die, wir haben noch einen Tonnen Petra-Gewicht und einen Tonnen Suer-Gewicht. Mhm. Dann haben wir das Suer noch, oder? Ja. Weißt du, kurz vorm Kreisverkehr Nummer 1 überholt. So, Mustard. So, ich schiebe nochmal vor, weil das immer ein bisschen zu weit weg haben wir noch. Da können wir noch ein bisschen Platz sparen. Nicht, dass wir jetzt den Platz nicht hätten, aber von was soll wir ihn denn verschwenden? Eben mit den breiten Schlüppen Auto überholen, ich war auch Millimeterarbeit mit dem Platz drin. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ach, warte. Ich bediene ja so, ich muss ja gar nicht aussteigen dafür, um es abzukoppeln, ne? Baumriemen. Dann haben wir da noch einen Schwader. Der ist eigentlich auch, glaube ich, schon sauber, soweit ich gesehen habe. So, rückwärts kann man reden. Hm, die können wir ja auch mal ausschalten. Jetzt hat geblinkt, du. Oder ist. Ach ja, Flo. Wusstest du eigentlich schon, dass die EU ohne E ganz schön alt ausschauen würde? Ja. Hallo, rückwärts kommen? Ah, jetzt hat's. Ich weiß gar nicht, schon, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Joke richtig verstanden habe. Aber ich glaub's einfach mal. Das heißt der Uropa. Wie heißt's? Uropa. Die EU? EU ohne E. Uropa. Aber dann ist ja nur U. Dann fangt's mit Uropa. Dann heißt Europa so. Uropa. Ach so, oh. So mein ich. Ja, ich hab nicht weitergebildet auf Europa. Ich habe mir nur gedacht EU, dann haben wir schon irgendwie das U, dachte ich mir dann so, er hat es irgendwie aufs U abgesehen, aber was er jetzt damit genau meint, ich weiß nicht. Oh oh, Flo. Ja. Oh nee. Bleib so flach. Ich fahr von alleine. Oh Mann. Was ist das denn hier schon wieder? Unser Hund packt wieder in unser Haus rein, das ist auch super. Und ich hänge an der Haus am Tor, wobei ich eigentlich weit. Wow, jetzt. Okay, keine Fragen. Haben wir das auch erledigt? Nee. So, was ist das? Mörder. Hast du das schon zurückgesetzt oder muss ich? Mach du. Okay. Zurücksetzen, ist zurückgesetzt. Ich weiß, die mögen das einfach nicht, wenn die irgendwie durchschauen. Ich weiß nicht, why, aber. Ja, mei. Kann man halt jetzt auch nicht ändern, ne? So, wie sieht das eigentlich da aus? Feld Nummer 2, ich dachte schon die 2, die. Oh, scheiße, da ist Unkraut drauf. Was? Aha. Wir wollten auf Bio gehen, ne? Haben wir einen Stiegel? Wir haben keinen Stiegel, ne? Nee. Beziehungsweise haben wir irgendwas in der Art?
Wir haben einen Düngerstreuer? Nee. Ne, Striegel haben wir nicht. Wir hatten immer die Community. Ich fahre ja da mal weiter in Fest, ne? Ja, die Frage ist, soll ich ihn kaufen für 35.000 oder mieten? Ich würde gleich kaufen, weil dann, was wir haben, haben wir. Ja, okay, kaufen. Zack, zack. Somit haben wir eine Gerätschaft wieder mehr. Ich hoffe, ich kann da mit Bürger noch... Schickst du den dann mit dem MB-Truck raus, ja, ne? Was? Den Striegel. Ich bin jetzt gerade tatsächlich mit dem Bürger unterwegs. Ich meine, wegen Pflegebereifung. Ja, da brauchen wir noch keine. Da ist ja, okay, dann. Da ist, soweit ich gesehen habe, noch die erste oder zweite Wachstumsstufe drauf, also. Okay. Das wir passt können natürlich noch. Auch mit dem Stand den Breitreifen fahren. Ja, geht auch. Können wir im Prinzip auch, ja. Weil ich glaube, das wäre so geboten schonender als mit Bührer. Ja, aber dafür wiegt der Steier mehr. Muss man dazu sagen. So. Ach ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber das passiert zurzeit sau oft. Dass der Traktor abhaut. Das ist halt, sobald er irgendwie durchschaut, und das ist halt hier in den bergischen Regionen, wenn wir da mal irgendwo hochschalen müssen, weil er einfach so, also einfach so steil nach oben geht. Ja, schwierige Sache. Ich bin's auch eins pro. Tu auf der Straße die Tafeln raus und die Flügel wegbauen. Oh, jetzt kommen wir in diesem Mal, aber funktioniert. So. Das ist das Beste im Handbremsen, weil es geht teilweise echt nicht mehr. So, jetzt so. So, kommen tut nichts, wunderbar. Flo, magst du mit dem Frontlader arbeiten, weil du hast die Seitenkonsole? Ich muss jetzt eigentlich auf den Acker. Ach so. Aber, ja doch. Ja, schon besser, wenn ich jetzt auf den Acker gehe, weil bevor das Unkraut irgendwie unsere Frucht vernichtet, wäre nicht so vorteilhaft. Nee, wär nicht so geil. Ja, da ist der Acker wichtiger. Aber ich glaube, vielleicht bin ich ja sogar fertig, bis du wieder so weit bist. Möglich ist es. Aber jetzt immer eine Zeit, bis ich wieder da bin. Flo? Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Der haut schon wieder ab. Nee, doch nicht. Okay. Boah, ich dachte, bloß auf den komischen Hugel guckt. Mein Kerl, da hab ich mich die ganze Zeit so hin und her dreht. Also da ist doch das schon? Oh Gott. Cool, ist jetzt da nichts gekommen, weil das wäre unangenehm. Hätte unangenehm enden können. Zug ist da gerade links. Ich wollte gerade sagen, wenn Verkehr ist, aber da vorne sind die ganzen Autos. Haben wir schon gewundert, wo die denn alle sind. Haben Corona-Party gefeiert, oder was? Ja, nochmal zu dem Thema, weil in Bayern oder so ist ja ab. Ja, nee, ist schon länger jetzt, aber für uns erst ab morgen für die FFP2-Maskenpflicht. Und, Alter, Junge, ich habe letztens bei Amazon geguckt. Wie sauteuer sind die Teile denn? 8 Euro teilweise für eine so eine scheiß Maske. Wollt ihr mich verarschen? Gib doch keine 8 Euro für eine Maske auf, die ich dann ein oder zweimal aufsetzen kann. Um dann schon wieder? Was ist das denn? Also jetzt ohne Scheiß, ne? Ist er schon wieder weg abgehaut? Jetzt will er schon wieder ab. Das ist, sobald er irgendwie durchschaut. Ich bin nicht mal durchschaut, ich bin bloß dran gestanden, ne? Ja, ich weiß nicht, es ist...
Wir müssen mal gucken, ob es von VCA irgendwie ein Update gibt. Ich weiß es tatsächlich jetzt gar nicht. Da könnt uns ihr gerne, wenn ihr da genauer Bescheid wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es von dem ein Update gibt, was gut funktioniert. Beziehungsweise, weil ich habe schon mal gehört, dass vielleicht das ein oder andere Update nicht so ganz geil läuft. So, jetzt machen wir dann hier Steuerung W. Steuerung W. Ja, das verschieben wir das Ganze ein bisschen. Ah ne, das war Steuerung, genau. Tippen, 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 tippen. Ja, noch ein Ticken, noch ein Ticken. Ja, so kann man es lassen. Und machen wir den da rein. Warte mal, ich versuch's mal ohne. Vielleicht vertragt sich das die Tiefsperre nicht, wenn die es schaffen. Oh, das, ja, schwierig. Die Breite hat nicht so ganz. Oh, warte, ich muss den Gang rausmachen. Die Breite hat nicht so ganz gestimmt. Arbeitsbreite. Oh. Was haben wir denn da? Arbeitsbreitentechnisch. Trigi. Wir haben den hier. 12 Meter. Ich hätte es mir fast noch gedacht. So, warte mal. 12. Ja, jetzt hat passt's. Ich bin immer noch aufs Alte eingestellt und nicht aufs VCA-GPS. Also, meines Erachtens. Also muss sagen, bei GPS ist VCA geil. Ja, wirklich. Und wenn wir jetzt bei der Gangschaltung oder so weiter, ist im Prinzip eigentlich auch geil. Wenn das Einzige, was halt not so good ist, ist dieses... Bleibt tatsächlich jetzt in dem Gang. Ah, der hat nur die Zone, ja. Aber viel schnell kann man eh nicht fahren, also. Ist an sich auch wurscht. Ja, weil da muss er nicht ganz so stark Vollgas geben die ganze Zeit. Ich brauche vielleicht einen starken Bauer. Der Frontlader liegt seitlich dran. Habe ich angemacht. Ja, aber dann war das funktioniert. Ja, nee. Oh. Jetzt braucht es auch noch Kalk. Felder haben wir gar nicht mehr geguckt, ne? Also gar nicht mehr. Wenn das jetzt dann wieder so ist. Ja, Zug, moin. Ist auch wieder unterwegs. Naja, das passt, das geht voran, wunderbar. So wollen wir dann, ne? Oh. Das war die jetzt eigentlich nicht. Außer sind auf die Bremse gekommen. Sorry, Fahrrad. Wie geht's voran im Silo? Schleppend, weil ich jetzt schon zweimal zurücksetze. Ach so, stimmt. Aber das verträgt sich anscheinend irgendwie nicht, wenn der Traktor irgendwie durchschaut oder was weiß ich. Nee, ich bin nicht mal geschaut, ich bin stehen geblieben, ne? Ja, ich aber nicht. Eher dieses kurze Durchschauen mit den TÜV-Sperren ist es. Ja, oder, ja, stimmt, genau, weil das verpackt sich ja teilweise auch. Da meint man, die Diff ist gar nicht ab. Oh, sorry. An, wobei es eigentlich an ist. Naja. Man weiß es auch nicht genau, ne? Da, dabei kann er echt so rumfahren. Ist ja auch noch ein Spiel aus. Oh. Ah, ja, aber das Problem ist halt, am Dilo brauchst du eigentlich. Die Diff sperren. Ja. Prinzip schon, ja.
Also aber ganz praktisch, wenn die, habe ich jetzt gerade erst registriert so richtig, dass er das alles ungerade ist und dass da noch gar nichts gewachsen ist. Ist ja auch wohlgemerkt erst die erste drauf. So. Ja, dann fahren wir nochmal. Ja, nehmen wir eigentlich gar nicht. Können eigentlich direkt dann in die nächste Bahn reinstechen. Na gut, jetzt ohne der vorderen geht's eigentlich. Wahrscheinlich liegt's auch an der vorderen. Ganz, ganz gut passt. Gibt jetzt denn die Kugel jetzt mal nur, wir nehmen natürlich jetzt momentan nichts an, aber was gibt's denn alles für Aufträge? 5000, 4000, 5000. So eine Düngemission oder so weiter wäre ganz geil. Oh! 7000 fürs Düngen? Ballenpressen? Nee. Okay, eine Düngemission hält man auf der 3. Die kennen wir ja schon. 7000 ist gar nicht so schlecht. Also natürlich, aber wir müssen natürlich jetzt erstmal in unsere eigenen Felder hier kommen, das ist wichtiger. Und dann können wir in die Richtung Missionen für oder beziehungsweise helfen bei anderen Leuten hier. Können wir in die Richtung dann weiter gucken. Maulmann hier. So. Zack. Bis Taro geht's ganz gut auf dem Ziel, ohne dass er sich wegschaut, oder? Ja, ich weiß auch nicht wirklich viel gerade. Okay. Ich bin gerade am Verteilen. Deswegen wahrscheinlich auch so ruhig. Ja, wir sind alle konzentriert bei unserer Arbeit. Ja, mal gucken, schau, 3 Minuten haben wir noch, schaffen wir es in der Zeit, oder ist zu striegeln? Möglich. Kann natürlich sein, kann aber auch nicht sein. 50-50 Chance. Ansonsten wir mal in der nächsten Folge es vollenden, oder ich mach's dann offline kurz zwischen den Aufnahmen. Also gut, wirklich ohne kommst du hier nicht voran, ohne vorderen Tischsperre. Du kannst ja, nicht klar, drehen. Ja. Wir bräuchten halt auch ein Schiebeschild oder sowas, das wäre geil. Ja, stimmt, ja. Haben wir da überhaupt, warte mal, haben wir Schiebeschild technisch oder irgendwas Geiles mit dran? Ja, aber nicht. Das siehst du da, nee. Wir bräuchten das, was wir auf der Rade auch hatten. Das mit dem grünen oben, das Aufsatz oben drauf noch. Das war ganz geil, gut. Jo. Aber ich weiß gar nicht, ich muss mal auf Modder ein bisschen rumstöbern, ob es da auch noch geile Schiebeschilder gibt. Da ich glaube, so viele gibt es gar nicht. Aber so ganz ehrlich, mit 4,6 km/h bin ich eigentlich gut dabei. Beim Platten festfahren. Ich schau gerade, dass ich hier eben bekomme, aber du, bin ich relativ fix gegangen.
Dafür, dass hier so Hügel drin waren. Aufzüge sind auch in Betrieb. Na, bei uns hat es jetzt die letzten zwei Tage jetzt voll geschneit nochmal, ne? Mhm. Also, ich war halt heute auch draußen. War ja. Schlie. Aber jetzt, wo jetzt die Leute das Video hier sehen, da soll es bei uns eigentlich schon wieder voll Regen und 6 Grad plus haben. Aha. Heute noch so Minusgrade, Schnee. Ja, schon richtig schön 2 Meter. Let's go. Also ganz ehrlich, ich hätte damit kein Problem. Ich auch nicht. Hoftrag, wenn wir besen, let's go. Ja, die räumen uns den Schnee mit dem Besen. Weil wir haben nicht eine perfekte Flasche im Hof. Das ist ein chemischer Schalter. Ja, also, weil dann nimmt man nicht nur den Schnee mit, sondern vielleicht auch das eine oder andere Steinchen. Was eigentlich liegen bleiben sollte. Ja, genau. Aber ja, naja, ganz haben wir es nicht mehr geschafft, aber wir sind auch für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und der roten Knopf graf im Fassen digitalen Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade im LS0 Serpin DWC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.